Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier. Von außen geht's nicht. Wir waren beim letzten Mal hier drinne und wir haben die Eve rausgeholt. Das ist ein kleines Kind gewesen und das ist ein Klon von Aya. Damit kann ich nicht nach unten. Ich will auch gar nicht mehr da rein, ganz ehrlich. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sind jetzt wieder in der New Ark. Gehen wir einfach mal weiter. Wir haben nur noch den Granatenwerfer ausgerüstet. Wobei ich glaube, ja. Ich glaube, die werden wir nochmal brauchen, die Waffe. Und ja, Leute, die Kleine ist hier in die Richtung rausgelaufen. Gehen wir mal hinterher. Hier gibt es ja Gegner, ne? Ein paar. Nicht viele, aber ein paar. Oh, was ist mit denen los, Leute? Das sind Fischgegner. Oi, oi, oi. 235. Aber die sind irgendwie... Moment, ich sehe mal die Waffe. Die können sich irgendwie nicht wehren, ne? Schaut mal. Das liegt daran, weil wir die Eve da befreit haben und die Barriere kaputt gemacht haben. Deshalb sind die Gegner inaktiv. Leute, das ist so krass hier. Ja, aber wir kriegen nach wie vor viel XP dafür, ne? Ja, wie gesagt, wir haben den Strom abgezogen, quasi. Die ANMCs, die kontrollieren, gibt's nicht mehr. Deshalb sind die hier jetzt nur so komisch hier. Genau, Leute. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die mal kaputt. Mach den kaputt, los. So, alles klar. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder in den Bunker. Aber ich glaube, Eve ist in den Bunker gelaufen, Leute. Den Bereich hier kennen wir ja noch, ne? Kennen wir ja alles. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen... Oh! Die Kleine schreit. Okay. Ja, genau, Leute. Hey, kleine Bewegung. Sonst breche ich hier die Wirbel, Leute. Ach, der Typ wieder. Ja, Nummer 9. Alles klar. Sie hat nichts damit zu tun. Lass sie gehen. Der Typ also wieder. Und ob sie was damit zu tun hat. Ich finde ihn so cool, den Nummer 9 irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hier, Nummer 9. Ich habe die Königin. Mach den Heli, stört klar. Ein bisschen crazy hier. Die wollen abhauen. In 20 Minuten. Verstanden? Wir sind aufgeflogen. Tempo. Genau, Leute. So sieht's ja aus. Ich würde ja noch so gerne mit dir spielen. Oh, die Mucke ruckelt ein bisschen. Hab aber leider keine Zeit. Sei unbesorgt. Meine Jungs werden sich um dich kümmern. Oh nein. Viel Spaß. Okay. Halt. Was hast du vor? Keine Sorge. Sie ist eine wichtige Saat. Ich werde sie nicht killen. Sie wirkt sowieso ein wenig leblos. Ach du Heilige. Warte. Warum schießt du nicht ab, Aya, Mensch? Hey. Fast hätte ich vergessen, mich zu bedanken. Du hast für uns die Barriere durchbrochen. Vielen Dank dafür. Du Penner, wirklich, ey. Schieß doch. Mensch. Ach, Aya. Ich. Eve. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's richtig ab. Die Mucke. Die Mucke, Leute. So. Wir müssen uns umrüsten. Wir müssen Granatenwerfer nehmen. So. Jetzt geht's nämlich richtig ab, Leute. Die haben Eve entführt. Allerdings hat er schon gesagt, mit seinen Kollegen. Da. Schaut euch die an, Leute. Da. Golems, Leute. Unsere neuen Gegner hier.
unsere neuen Gegner. Und die halt, die sind verdammt krass, Leute. Und schießt noch eine Granate. Oh, Gott sei Dank. Gut, Leute. Ja. Diese Golems, Leute. Davor habe ich mich immer gefürchtet als Kind. Das war so krass. Die sind wieder halb kaputt. Diese Golems, Leute. Die sind sau heftig, ey. Wirklich. Das sind so eine Art Imba-Gegner. In einem Spiel. Spartaner-Muni. Da kriegen wir auch schon die richtige Muni dafür. Alles klar. Würde ich mal sagen, nehmen wir trotzdem noch, auch wenn jetzt hier die Eile suggeriert wird, nehmen wir trotzdem noch die Gegner hier mit. So. Die sind nämlich hier kaputt hier. Seht ihr das? Die sind kaputt. So. Einmal. Und schön weiter hier. Los. Da ist der nächste. Ach du Scheiße, wie viele liegen denn da? 3 Stück. Heilige Mülle, ey. So. Haben wir es jetzt? Für diesen Raum haben wir es. Sehr gut. Ja, wie gesagt, also Eve wurde entführt. Wir stehen kurz vorm Finale, Leute. Wir stehen kurz vorm Finale. Sau gut. So. Ich würde sagen, ich nehme aber trotzdem noch die Gegner mit. Hier liegen auch noch welche von denen. Ach, da rennt einer rum. Ach du Heilige. Mach die schnell kaputt. Und wechsel die Waffe. Wechsel die Waffe zum Granaten. Ach du, das sind 2. Ach du Kacke. Oh, lauf. Ah, oh, verdammt. Lauf doch. Oh. Ja, das sind Menschen. Das sind keine Gegner. Das sind keine Viecher mehr. Das sind Menschen, Leute. 2 auf einmal getroffen. Geil. Und den noch. Boah. Die sind schon echt heftig, diese Typen. Schaut euch die an, ey. Das sind nämlich Soldaten, Leute. Spartaner-Muni kannst du mitnehmen. Rifle brauche ich nicht. Ja, Leute. Die Insel ist noch rot. Soll ich das wirklich? Ja, kommt. Wisst ihr was? Ich nehme alles mit. Lass uns die Insel noch kurz besuchen. Und ja, danach können wir auch direkt den Bunker sauber machen. Gut, Leute. Schnell senken. Ich habe es nämlich jetzt eilig. Das überspringen wir am besten mal, wenn das geht. Das geht sogar. Geil. Okay. Gut, dann gehe ich nochmal kurz zurück in die in das Wassergebiet und gehe mal auf die Insel drauf. Und ja, wie gesagt, die Typen hier, ne? Die bleiben liegen. Die lösen sich nicht auf. Das ist natürlich auch noch so eine Nummer, ne? Das heißt, die könnten wieder aufstehen. Ja, Leute, wir kämpfen jetzt nicht mehr gegen Monstergegner, sondern gegen Menschen. Und nicht gegen zu schwache Menschen. Also die haben schon echt was drauf. Also halten viel aus, sind beweglich. Anders als die dummen Fratzen, die ich hier gesehen habe. Ganz ehrlich. Gut, Leute. Nochmal kurz auf die Insel. Und ich finde die Mucke hier so geil. Suggeriert sowas von, ja, jetzt geht's richtig ab. Richtig geil. So, Leute. Nochmal kurz auf die Insel drauf hier. Und da nochmal die Gegner mitnehmen und dann den Rest von der New Ark nochmal cleanen. Sauber machen. Was haben wir denn hier? Ach, solche. Alles klar, dann wechsel die Waffe. Mach den kaputt. Mach den kaputt. So, genau. Da brauchen wir nämlich keine Granaten zu verschwenden, Leute. Aber MPs könnte ich nutzen dafür, ne? Die bringen ja ganz normal Erfahrung. Auch noch so eine Sache, ne? Dass die Gegner ganz normal Erfahrung bringen. Wir werden hier auf was vorbereitet, Leute. Wir werden hier definitiv auf was vorbereitet. Nämlich auf den Endkampf. Der Endkampf wird mega episch, Leute. Kann ich euch jetzt schon sagen. So, allerdings müssen wir jetzt das gesamte Gebiet, was wir kennen, nochmal von Gegnern säubern. Oh nein, unten ist auch noch was. Verdammt, ich bin zu früh weggelaufen. Naja gut, Leute. Nehmen wir die halt noch mit. Ja, es wird spannend und ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's sehr gut hier. Ich bin immer noch an einem Sonntagmittag dran. Und ja, Muttertag ist heute. Somit einen verspäteten, schönen Muttertag an alle Mütter. Genau, Leute. Gut, gehen wir nochmal kurz hier runter. Weil ich will wirklich alles mitnehmen, was geht.
So. Aber hier noch die Dinger. Und das war's, ne? Ja, für ein Vieh bin ich jetzt nochmal zurückgegangen. Aber es sind halt EXPs, Leute. Wir haben wieder 5000. Schaut euch das an. Oh, wir müssen hier unsere... Hier die Dinger müssen wir noch aufwerten. Würde ich sagen, machen wir das mal. Mit zuerst Antibody. Jo. Danach zeige ich euch die Imba-Zauber. Gut, Leute. Dann haben wir jetzt nur noch den Energy Shot, den wir für 4000 aufleveln müssen. Dann haben wir auch alles auf Level 3. So. Sehr schön, Leute. Dann schnell, schnell, schnell. Wir werden von dem Spiel quasi angetrieben hier. Durch diese mega geile Mucke im Hintergrund. Hört euch die an. Die Mucke ist mega geil. Das ist meine Lieblingsmusik aus dem Spiel. Wirklich. Weil die sagt einfach so, jetzt kommt's drauf an. Also jetzt wird's heftig. Und ja, das wird es auch. Jetzt können wir wirklich endgültig hier raus, oder? Ja, genau. Und wie ihr seht, da sind zum ersten Mal Gegner drin in dem Bereich. Oh nein, oder? Oh nein, ich habe glaube ich... Ach, verdammt, ich habe glaube ich auf der anderen... Egal. Da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Also die paar Punkte, ja, das sind dann halt ein Blank Spot bei mir. Ach du Heilige, hallo. Krasser Typ. Gut, Granatenwerfer, zack. Und direkt noch ein. Ja, die stampfen schon ganz schön hierher. Leute, ich muss aufpassen bei denen wirklich. Die sind, mit denen ist nicht zu spaßen. Absolut nicht. Oh nein, nicht getroffen. Verdammt. Ach du Heilige. So. Fall doch hin, verdammt. Ja, ich kann einfach nur stehen bleiben und schneller. Der ist kaputt. Ah, da kommt der andere. Ach, verdammt, Leute. Ihr seid doch blöd. Ach, Leute, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ach du Heilige, die machen ganz schön viel Schaden, ja. Aber was will man erwarten? Das sind die stärksten Ingame-Gegner. Ach, verdammt. Penner. Wirklich. Die sterben. Danke. Gut, Leute, ja. Die haben wir erledigt. 3 Stück. Spartan-Muni verschieben. Die werden wir nach der Hydra einsetzen. Weil die Spartaner-Muni ist die stärkste Muni, die es hier gibt. So, sagt er jetzt hier noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Okay, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal auf die andere Seite von der Neo Ark. Nehmen da noch kurz die Gegner mit. Die sind zwar machbar, die Gegner, aber die sind schon heftig. Also, die sind schon eine andere Hausnummer wirklich, als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Da sind wieder welche. Hört ihr das das Tippeln? Ach du Heilige, seht ihr das? Der schießt Granaten, Leute. Oh, so ein Penner. Der schießt Granaten und macht uns blind hier. Richtig mieser Kerl, wirklich. Richtig mieser Kerl. Der hat eine Knarre in der Hand. Oh nein, lauf. Ach, der schießt die 6. Alles klar, Leute. Es gibt nämlich verschiedene. Genau, Leute. Da haben wir ja die Beschreibung beim letzten Mal gesehen, ne? Es gibt ja die verschiedenen. Es gibt die mit dem Schwert. Oh, dann gibt es die mit den 6 Granaten hier. Ach du Heilige. Und dann gibt es noch andere, Leute. Finde ich sehr geil gemacht eigentlich, dass die Gegner hier so vielfältig sind hier. Richtig cool. So. Also wir haben jetzt den 6-Granatenwerfer gehabt. Riot brauchen wir nicht, Leute. Hm, alles klar. Wir kennen jetzt den Schwerttypen und den Typen mit den 6 Granaten. Alles klar. Was haben wir hier für einen? Ah, ein Schwert, Heini. Ach, verdammt. Genau, Leute. Ah, schaut mal. Der hat seinen eigenen Mann abgeschossen. Gut, ganz so schlau sind die also dann auch nicht, ne? Gut, aber ich laufe einfach mal im Kreis. So. Der hat seinen eigenen Mann gerade eben abgeschossen. Gut. Also so ganz schlau sind die hier auch nicht. Aber ja, Leute. Wie gesagt. Die Spartaner-Muni mitnehmen. 200 Stück schon davon. Geil. Einmal kurz heilen. Wie gesagt, wir kämpfen jetzt eigentlich mit gegen Gegner mit normalen Waffen. Oh,
Hier rennt auch einer rum, ne? Die sind jetzt überall, Leute, wirklich. Da. Ist das ein, Schwert, Heini, ne? Moment mal, ich habe eine andere Idee. Bringt das Plasma bei dir was? Tatsächlich, Leute, der wird gelähmt. Ah, das ist nicht lange. Nee, nee, nicht lange, Leute. So. Zauber bringen bei denen nämlich nichts, weil es ja Menschen sind, ne? Das bringt, die Zauber bringen nur bei Gegnern, also bei Viechern was hier. Schaut euch das mal an. Der Feuerball kann ich euch mal zeigen. Der bringt bei dem... Ja, 200. Bringt doch was, aber halt bei Gegnern bringt der mehr. Ah, der ist auch sogar schon tot. Alles klar, sehr schön, Leute. Ja, wie gesagt, bei denen können wir schön auffüllen hier. MP, HP, BP und XP. Leute, Spartaner-Muni mitnehmen. Die füllen wir auch nach und nach auf hier. Ja, wie gesagt, also jetzt geht's ab, wirklich. Gehen wir noch mal kurz hier rein. Ach du, was ist das denn? Skorpione. Was machen die denn hier? Ja gut, dann, die kann ich ja so kaputt machen, ne? Moment. Die kann ich ja... Ach, da sind auch noch Käfer, Leute. Krass, ah! Gut, dann, Combustion. Kannst einfach, Combustion. Mach jetzt Combustion. Mensch, lass mich doch mal. So. Ach du Heilige, ich bin vergift. Ach du Heilige. Ah, das sind so viele hier. Ich muss aufpassen, da die... Ach du. Was machen die denn alle hier, Mensch? Gut, dann mach nochmal Plasma. Die machen ganz schön viel Schaden, merke ich gerade. So, dann schieß einfach drauf die Muni da. Ach du. Wie viele Munikugeln die brauchen, wirklich? Ist doch nicht mehr feierlich hier. Blöde Käfer. So. Haben wir es jetzt. Boah, die sind ja ganz schön ekelhaft. Wirklich. Die haben mich fast zum Sterben gebracht hier. Es ist schon heftig, ja. Gut, Leute. Zweimal heilen. Dann nehme ich mal ein MP-Wasser. So, Leute. Oder kann ich sogar schon... Kann ich sogar schon... auffüllen hier? Ne, 4000 leider nicht. Gut, Leute, dann muss ich ein MP-Wasser schlucken. Welches denn? Nehme ich das hier, ne? Genau. Nimm das MP-Wasser, Leute. Packe ich die Ringerlösung mal hier rein, weil ich habe jetzt nichts anderes mehr als Ringerlösung. Schon OP, ja. Aber gut, das muss halt so sein. Doch nicht, Leute. Doch nicht. Wir haben doch keine Gegner übersehen. Sehr schön. Alles klar, dann haben wir die Neo Arc jetzt fertig, Leute. Hier kommen wir jetzt nie wieder hin. Wirklich nie wieder. Das war's. Hier ist Schwerttypis. Gehen wir noch einmal durch die Dings hier durch. Und genießen wir mal ein bisschen die Mucke. Also die Mucke ist ja schon echt geil. Genau. Ja. Gehen wir mal sagen, wir gehen jetzt als nächstes nämlich zurück in den Bunker, Leute. Weil da irgendwo die Eve versteckt ist, ne? Ich muss den Typen finden und Eve retten. Genau, Leute. Das machen wir. Aber erstmal müssen wir alle Gegner mitnehmen. Ja. Gut, dann haben wir auch Parasite Eve 2 schon durch, fast. Dieser Teil ist so geil. Boah, richtig geil, die Mucke, ey. So, ab in den Bunker. Gut, was haben wir hier? Oh, schaut euch das an. Alles rot. Ach du Heilige, alles. Wirklich alles, Leute. Und die Maschinen sind wieder an. Was soll das? Wer hat die wieder angemacht? Gut, wir haben hier einen neuen Gegner. Ach, ich habe die falsche Waffe. Verdammt. Nimm den Granatenwerfer und schieß mal drauf da. Los. Gut. Gut, Leute, das ist ein anderer Typ. So, mach die Kameras weg. Ah, verdammt. Halt dich mal bitte. Ah, es zieht an. Es zieht wirklich an, Leute. Gut, wechsel die Waffe. Mach den erstmal kaputt, genau. Gute Idee. So, genau, Leute, die Gegner, die ziehen an hier. Wie ihr seht, ein neuer Typ. Mit Schwert und Nahkämpfer.
Ja, das ist, glaube ich, dieser Porn-Golem. Rifle brauche ich nicht. Die Gegner ziehen an, auf jeden Fall. Gut. Wie gehe ich da am besten durch? Ich glaube, ja. Mhm. Erstmal hier geradeaus durch, ne? Erstmal geradeaus, genau, Leute. Richtig cool. So. Ja, die rennen jetzt überall hier rum, obwohl wir nur 4 Stück gesehen haben. Aber wie ihr hört, die Schritte, die lassen nichts Gutes vermuten. Mach mal Metabolismus, Leute, weil ich glaube, hier sind Leute, die einen erblinden. Genau da. Ah! Oder Kameras mit Zustand geht natürlich auch, ne? Ah, lauf! Was ist das für einer? Ach, das ist der mit 2x3 Granaten. Okay, Leute. Dann... Ah, einer hat getroffen. Jetzt... Da, genau. So. Den erstmal zu Fall bringen. So, das reicht natürlich noch nicht, ne? Aber den Rest mache ich mit der normalen. So. Mach die kaputt da. Los. Diese Kameras da. Also, wie ihr seht, wir kämpfen nicht mehr gegen Monster, sondern gegen Maschinen. So. Also gegen menschengemachte Gegner quasi. So, haben wir's? Wir haben's, Leute. Es wird anstrengend, auf jeden Fall. Und wir haben 4000 XP, Leute. Sehr schön. Das heißt... Moment. Das heißt, ich werde mich einmal aufheilen. Zack. Und ich werde jetzt den letzten normalen Zauber Energy Shot auf Level 3 bringen. Zack. Schaut mal hier. Da haben wir jetzt den neuen Zauber Energy Ball. Durch Mitochondrien erzeugtes Magnetfeld, das um die Kernperson rotiert. Gegner werden von einem Energieball abgewehrt. Genau, Leute, auch ziemlich geil. Das ist so ein Energieball, der um uns rumfliegt und dann die Gegner platt macht. Ist auch eine sehr geile Sache, aber... Was ist das denn? Ein Wurm. Okay, ach du Heilige. Ach, das sind die schwächeren Würmer, ne? Vom Akropolis Tower, genau. Leute, das sind nicht die ekligen. So. Die sind schnell kaputt. Schaut euch das mal an. Was war's schon hier? Oh! Oder auch nicht, ja. Ein roter Schleimi. Okay, mach mal Necrosis. So. Sehr gut. Wir brauchen hier also nach wie vor unsere MPs. Sehr cool. Boah, schaut euch das an. Zusatztasche, Leute. Wir können unsere Weste erweitern. Sehr, sehr schön. Darauf habe ich doch gewartet. Hier, Zusatztasche nutzen. So, da kann ich direkt noch eine Ringerlösung reinpacken. So, 2 Ringerlösungen und wir haben 10 Attachments wieder. Sehr, sehr gut. So, dann machen wir mal weiter im Text. Was haben wir hier? Müllgegner. Ernsthaft? Jetzt noch? So normale Schrottgegner? Okay. Normale Knacker hier, okay. Na gut, dann... Oh. Nein, nein, na gut, dann machen wir hier Necrosis. So. Und der ist ja gedebufft hier, ne? So, genau. Und hinten schnell Necrosis. So. Sehr gut. Leute. Was denn? Durch die Wand? Ernsthaft? Necrosis geht durch die Wand? Geil. Okay, das war's schon mit dem. Alles klar. So, das Labor, Leute. Das war ja auch übelst gruselig hier, ne? Gut. Karte. Falsche Tür. Ich muss zurück. Ich muss zurück und da hinten durch. Alles klar, Leute. Gut. Dann. Weiter im Text. Weiter im Text. Ach, die Dinger. Gut. Da machen wir ja Plasma gegen, ne? Genau. So. Ach du Heilige, das sind wieder so Lachgegner, ne? Die uns auslachen da, ne? Genau. Oh Mann. Fischköpfe. Psst. Oh Mann. Das war's. Okay. MPs voll machen, bitte. So, sehr schön. Mit 78 MP. Wir sind schon echt mächtig geworden, ne? Ah, hier sind die ekeligen Würmer. Ja, hier mache ich einfach... Kommt, wisst ihr was? Hier mache ich jetzt einfach mal Level 3 hier Combustion. Zack. Weg damit. Wirklich. Oh nee, nicht die Kiefer wieder hier. Verdammt. Gut, dann wisst... Dann... Plasma. So. Einfach draufschießen da.
So. Hier weiter drauf schießen. Oh, ich muss gleich schon die Spartaner-Muni benutzen, ne? Merke ich gerade. Die lebt nicht mehr viel nach hier. Ich guck mal gerade. 13 Hydra. Das reicht nicht mehr lange, Leute. Ja gut, egal. Dann nutze ich halt Granaten dafür. So. Genau, wir haben die Runde gedreht. Dann geht's einmal hier weiter. Ja, Freunde. In dieser Folge... Ich dachte schon. In dieser Folge sehen wir nicht mehr als Gegner killen. Was haben wir hier? Ah, Fischmonster. Genau dafür brauche ich die restlichen 13 Schuss hier. So. So. Haben wir es jetzt? Ah, nein, da sind noch Kameras. Ach, verdammt. Gut, dann in den Granatenwerfer. Halt. Und dann lade ich gleich kurz die Spartaner-Muni nach. So. Leute, das haben wir. Sehr gut. Die sind aber doch aus, merke ich gerade, oder? Sind die aus? Naja, egal. Wo haben wir hier die? Da haben wir die Douglas-Waffe. Spartaner-Muni. Sehr gut. Alles klar. Dann geht's weiter im Text hier. Sauber machen. Ah, da funktioniert wieder was. Hm. Ich merke schon. Ach du Heilige. Ach, verdammt. Gut. Das sind aber zwei am Mann. Zwei auf einem Fleck. Da haben wir noch eine Besonderheit. Die Gegner können Granaten abwehren, Leute. Oh, das ist schon gemein hier, ja? Das ist gemein, Leute. Och, du Heilige, ich muss mich mal heilen hier. Einmal Plasma machen, aber das bringt nichts bei denen. Gut. Dann schieß Eier! Der verteidigt... Okay, Leute, wenn der das macht... Das ist nicht schlimm, der verteidigt uns nur. Der verteidigt sich nur, das ist... Batsch, schon umgefallen. Ja, kommt hier Maschinengewehre, ey. Mensch. Gut. Dann schießt er einfach eine Granate rein. Die trifft beide. So, Leute. Sehr schön. Aber Rifle brauche ich nicht. Gut. Es ist auf jeden Fall anstrengender geworden, aber definitiv noch machbar. Ziemlich robuste Tür. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, fahrst du nach oben? Geht nicht. Ach, ich muss wieder außen rum. Ah, verdammt. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal kurz auf die andere Seite zurück. Warum funktioniert denn der jetzt nicht, Mensch? Wer hat den kaputt gemacht? Also irgendeiner will uns hier definitiv den Weg versperren. Ich kann mir auch denken, wer es war. Nummer 9, die Potsau. Gut. Leute. Ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich runter. Wir gehen gleich runter in die anderen Gebiete. Aber zuallererst müsste ich, glaube ich, fürs gute Ende muss ich, glaube ich, da hoch ins Pod-Service-Gantry. Aber Moment, wie war das genau? Ich glaube, wir müssen Pierce zuerst retten, Leute. So, wir müssen Pierce zu... Ach du Heilige. Gut, den Raum mache ich noch. Da laufen zwei Stück von denen hier rum, ey. Okay, mach schneller, bevor der da irgendwas... Ach, verdammt. Da verteidigt sich der Sack. Na gut. Okay, dann dreh dich schnell um und schieß ihn in den Rücken. Alles klar. Der ist auch schon kaputt. Da ist noch einer. Zack. Oh, der schießt. Ein Sechser. Okay. Das ist eine Blindgranate hier. Oh, und da ist auch schon meine Uhr, Leute. Die habe ich jetzt völlig aus dem Blick verloren, die Uhr. Alles klar. Brauche ich nicht. Gut, Leute. Wir haben diesen Raum hier sauber gemacht. Da jetzt meine Uhr geklingelt hat, würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen Cut rein in diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, geht es beim nächsten Mal spannend weiter. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.